Ein rivalisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Witcher 2. Wir sind immer noch in der Höhle und dürfen uns jetzt nach draußen kämpfen. Das lief gut. Oh, hier liegt ein toter Elf. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch draußen einfach durchrennen, dass wir schnell zu der Sheela kommen und gegen den Kairan kämpfen können und ihn hoffentlich besiegen können. Nur welchen Weg bin ich vorhin gerannt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, da oben ist ein Pilz. Hinter uns rennt auf jeden Fall was. Es ist nicht zu überhören. Falscher Weg. Falscher Weg. Oh je. Bist du aber hässlich. Ich will es gar nicht sehen, was da so hässlich ist. Ich will einfach nur in die Stadt zurück. Wo muss ich denn lang? Jetzt müsste ich aber richtig sein, oder? Ja. Wow. Ein bisschen zurück. Ja. Hab mal nicht so eine große Klappe, du Witzbold. Dem habe ich es gegeben. Aber jetzt ist halt die Frage die, es wird schon wieder Abend oder Nacht. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, gehen wir bei Nacht zu dem Dings, zu dem Kairan? Los, gleich hast du ihn. Hexe, ich habe auf dich gewartet. Wir sollen ein Ungeheuer töten, das Schiffe versenkt. Hast du Angst? Nein, aber wir werden den Kairan ans Ufer locken müssen. Überlass das mir. Ich kann's kaum erwarten. Das wird ein ziemliches Schauspiel. Das kann sein. Aber die Lorbeeren wirst du einheimsen. Lorbeeren? Wenn er am Ufer ist, tötest du ihn. Oder sie. Was immer es ist. Ja, ich bin bereit. Alles, was ich brauche. Gehen wir. Großartig. Dann los. Bereit? Bilde ich mir das ein oder hast du dich angemalt? Jeder hat so seine Rituale. Ich fürchte, Kairane sind farbenblind. Schluss damit, Geralt. Wird Zeit, dass wir das Ungeheuer aus dem Wasser holen. Hast du irgendein Ass im Ärmel? Habe ich immer. Lass dich nicht auffressen, dann sind wir bald Helden. Dein Wort im Ohr der Götter. Geh du runter, ich bleibe auf der Brücke und locke ihn aufs Trockene. Und super. Pass auf, er ist auch an Land noch verdammt gefährlich. Okay. So, aber bevor ich jetzt da gleich reinlauf, ich speichere hier nochmal kurz, bevor ich nämlich das Mittel einnehme. Jetzt gehe ich in die Meditation, nehme dieses, den Trank ein, weil, was mache ich denn? Weil. Für alle Fälle, falls das nämlich nachher der Schuss wieder nach hinten losgeht und ich durch den Trank jetzt wieder mehr auf die Ömme krieg. Ja, sehr schön. Ja, können wir raus. Und wir brauchen auf jeden Fall Irden. Thank you.
Ja, gegen den dürfen wir jetzt kämpfen. Aber es läuft ganz einfach eigentlich, wenn man es so nimmt. Wir müssen gucken, dass der jetzt mit dieser, mit der Tentakel hier, mit der hier uns versucht anzuhauen. Und jetzt hauen wir ihm die Tentakeln ab. Easy. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Dass er mit dem zweiten da reingeht. So. Whoop. Oh, shit. Mist. Nein. Komm hier. Hier. Ei. Dann mach hier. Ah, das ist die falsche. Erst fest. Schnell. Das war knapp. Weiß jetzt gerade nicht, was er macht. So. Ein bisschen gepiekse. Jetzt hoffen, dass er uns nicht erwischt. Das wäre jetzt echt eher schlecht. So. Und so erledigt man den Kairan. Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Mir ist nichts geschehen. Ich habe viel Kraft verbraucht. Wenn ich dir noch hätte helfen müssen. Ich kann mir selbst helfen. Eine Zauberin ist besorgt um mich. Soll ich mich da fürchten? Ja. Alle Hexer mimen den harten Kerl. Jeder Kampf bedeutet Narben und blaue Flecke. Härte erreicht man durch Kampferfahrung. Du redest ja wie ein alter Mann. Dein Haar ist zwar weiß, aber dein Blut strömt dir doch noch rasch durch die Adern. Hast du irgendwelche Pläne mit mir? Vorläufig habe ich nur Pläne mit dem Kairan. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Ihr müsst wissen, der gute Geralt lässt eigentlich nichts anbrennen. Also der nimmt alles an weiblichen Wesen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ist halt ein Weiberheld so. Ach ja, jetzt dürfen wir wieder bei unseren Banditen vorbei, weil die leben ja immer noch. Aber ich hätte jetzt echt gedacht, dass ich da ein bisschen länger brauche mit dem Kairan, wie jetzt eben so. Weil die Flussmonster oder die Ertrunkenen haben uns mehr
mehr Kopfzerbrechen bereitet wie der Kairan. Habe ich gesagt, mehr Kopfzerbrechen? Was laber ich da eigentlich? Mehr Schwierigkeiten verursacht. Sie ist wieder am Rumschreien. So, Schwert am besten wegpacken, wenn ich da jetzt zurückgehe in die Stadt. Ja, er schläft. Die könnte man eigentlich mal abhängen, das ist ja echt. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Buchs aus. Sei gegrüßt. Ja, hallo. So, bevor ich jetzt da die Belohnung abhole, wir haben noch 242 Urens und jetzt mal gucken, was die Belohnung ist. Es müsste ja eigentlich Geld sein, denke ich mal, oder? Ich mache überhaupt nichts. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Stör den Künstler nicht beim Schaffen bei. Wenigstens. Oh. Ja. Ich würde sagen, wir haben 1000 Urens bekommen. Nicht schlecht. So, jetzt ist die Frage, ist es jetzt schon Abend? Können wir die nächste Quest gleich machen? Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist beschäftigt. Komm gegen Abend wieder. Okay. Hallo, kleiner Mann. Du verwechselst den... Was? Du verwechselst den? Na, sag doch was. Sprich. Du verwechselst den Himmel mit Sternen, die sich im See spiegeln. Warum folgst du mir? Tagchen. Oh, Tagchen. Also die Kinder mögen wohl den Hexer, wie man sieht. Die sind begeistert. Wir meditieren jetzt auf jeden Fall mal. Und gehen mal auf 20 Uhr. Wenn das 20 Uhr ist. So, die Kinder immer noch draußen am Spielen. Aber wir können jetzt wahrscheinlich mal zu Loredos. Loredo will mich sehen. Der Kommandant ist Loredo, beschäftigt. Ja. Komm gegen Abend wieder. Also, guter Mann, also guckst mal hoch. Ich würde sagen, die Sonne geht gerade unter. Zeit abwarten. Dann gehen wir eben 22. Also jetzt ist es schon fast Nacht. Was ist? Der Kommandant will mich sprechen. Waffe hier lassen und reingehen. Pass bloß gut auf sie auf. Sie ist sehr wertvoll. Warte, Wolf. Ich habe auch mit dem Kommandanten zu reden. Wird's heute noch was? Hör mal, du. Ich bin Offizier. Du ein gewöhnlicher Gemeiner. Wenn ich will, dass du... Brosch. Komm schon. Also nur mal so, die Waffe war wirklich teuer. Wir haben über 300 Urens bezahlt, ja? Die Truppe kann Loredo die Anlegestelle gegen keinen besoffenen Holzfäller halten. Von Jorvet gar nicht zu reden. Bisher ist es ihm gelungen. Beruhig dich, Rosch. Die Anlegestelle vergammelt und der Fatzke veranstaltet eine Sauforgie am Lagerfeuer. Beruhigen soll ich mich? So, bevor der gute Roche oder der Geralt wieder weiterreden, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch kommentieren. Und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.